Ja, liebe Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz vor dem Cup-Viertelfinal gegen den FC Winterthur. Von morgen Abend um 8:30 Uhr im Letzigrund. Bei uns sind unser Co-Cheftrainer Umberto Romano und unser Sportchef Miloš Marinović. Umbi, bist du jetzt eine Woche krank gewesen? Wie fühlst du dich zurück zu sein beim Team? Ja, vielleicht hört man es noch ein bisschen. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen, aber ich bin froh, dass ich wieder zurück bin. Es war eine Straubi-Woche daheim. Aber ich bin jetzt froh, dass ich gestern wieder anfangen und mitwirken. Und jetzt freuen wir uns jetzt auf das Spiel am Mittwoch gegen Vinti. Miloš, wir haben am Sonntag in Lugano mit einer sehr jungen Mannschaft gespielt. Was hast du jetzt aus Sicht des Sportchefs für Erkenntnis aus dem Match mitgenommen? Also grundsätzlich haben die gespielt, wo wir das Gefühl hatten, dass die dass das die beste Elf könnte sein für das Spiel. Der junge Zava im Zentrum ist zum Handkuss gekommen, weil der Hornschuh angeschlagen war, muskulär, so wie der Bledi. Bei beiden hat man nicht riskieren, dass man in eine Verletzung hineinläuft. Und darum hat man sich dann auch für den Zava entschieden. Der Shea Konde war auch gesperrt gewesen. Das darf man nicht vergessen, also drei Spieler, die dann gefehlt haben im Mittelfeld. Und vorne macht das der Juni Ligue ziemlich gut. Wir denken, dass er noch ein bisschen mehr gefüttert werden sollte. Wir werden sicher im letzten Drittel uns verbessern. Die beiden Außenspieler Rocco Flex und Denis haben sehr gut trainiert gehabt. Sind auch nicht so jung mit 21, sind das doch Spieler, die jetzt regelmäßig da dabei sind. Und jetzt haben wir eine Chance bekommen von Anfang an. Von der Intensität her und von der Mentalität her kann man, glaube ich, der Mannschaft null Vorwürfe machen. Es ist sehr unglücklich zum ersten Gegengol gekommen. Aber man hat doch alles gegeben. Die Jungs haben gekämpft, haben alles gegeben. Aber eben am Schluss das Fazit. Sehr mager in der Offensive. Und dort wird man sich sicher jetzt oder werden wir uns sicher verbessern. Danke vielmals, Miloš. Dann ist die Fragerunde eröffnet. Bitte wartet, bis das Mikrofon bei euch ist. Wem darf ich das Wort erteilen? Ja, Jonas Schneeberger. Jonas Schneeberger, Kiss und SCA. Ja. Miloš, du hast gerade angesprochen, die Offensive stärken. Wie soll es gelingen? Mit welchem Personal, mit welcher Taktik, mit welchen Anpassungen? Gut, das Personal kann ja nicht mehr gross verändert werden. Wir haben die Spieler, die wir hier haben. Das sind gute Jungs, die geben Vollgas. Wir werden sehen, wer morgen spielt. Das wird Umbi und Murat werden das besser wissen. Ich werde sicher Zeit noch erfahren, wenn es so weit ist. Es ist ja so, dass wir uns einfach im letzten Drittel verbessern wollen. Das Thema ist jetzt in diesen Tagen sicher intensiver angeschaut worden. Und ja, ich bin gespannt auf den Match morgen. Ist in Wettstein, nein.ch. Miloš, wie muss man sich das vorstellen? Du bist der Dirigent und Umbi und Murat sind im Orchester dabei. Also du gehst mal vor, welches Lied gespielt wird. Das heisst, gibst du auch vor, wer spielt? Ich hoffe, dass ich das jetzt wirklich mal final klären kann, weil die Frage ist jetzt auch nicht mehr gestellt worden, die letzten zwei, drei Tage vorher, wo wir uns entschieden haben, dass wir die Lösung interimistisch angehen wollen. Es sind ein paar Fragen auftaucht. Ich glaube ganz klar, der Umbi und der Muri leitet im Moment in diesem Duo leitet den Laden sportlich. Sie entscheiden auch schlussendlich, wer wird spielen. Ich bin da sehr nahe dabei, ein bisschen näher. Es ist ein Jungs-Duo, sage ich mal, mit einem jungen Staff, der noch mitwirkt, mit Assistenztrainer und alles drumherum. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Ich muss sagen, wir haben dort sehr gute Leute. Es harmoniert auch intern zwischen allen und wir tauschen uns offen und ehrlich aus. Da muss ich so fragen, du hockst ja auf der Bank, wahrscheinlich nicht nur zum Spass, oder? Ja gut, eben, das bestätige ich auch nochmal. Es war sicher ein Wunsch von unseren Präsidenten. Sie haben gute Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit mit dem Freddy Bickel auf der Bank. In dieser Zwischenzeit hat es dann weniger Leute gegeben, die auf der Bank Platz genommen haben, außer der Präsident, der runterkommt von der Tribüne. Ja, ich muss sagen, mittlerweile
sehe ich das als sehr positiv, dass ich so nah dran bin. Ich tausche mich auch sehr eng aus, ich gebe viel Vertrauen mit den Spielern, mit dem Staff. Überall, wo ich unterstütze, mache ich das. Aber gross mitgewirkt habe ich die letzten zwei Spiele ja nicht. Das ist mir, glaube ich, auch aufgefallen. Ja, dann kann man ja die Frage mal Umbi weiter schicken. Du hast wahrscheinlich zweimal den Match aus dem Fernsehen geschaut. Was ist dir da besonders aufgefallen? Ist ja eine neue Perspektive wahrscheinlich gewesen? Ja, ich denke jetzt vor allem das erste Match gegen Luzern. Da haben wir ja bis am Tag vorher haben wir eigentlich da voll mitgewirkt und dann nachher hat es mich auch zusammengelegt. Ja, es war speziell gewesen, von daheim können den Match zu schauen, jetzt vor allem in Luzern und nachher auch in Lugano. Zwei verschiedene Spiele, wo ich denke, wir haben jetzt gesehen, wir haben jetzt eine neue Philosophie, die wir an den Tag legen wollen. Wir haben sehr gute Werte, auch was Athletik betrifft. Und dort wollen wir weiterfahren. Und wie es der Milos vorher gesagt hat, ja, jetzt wollen wir natürlich schauen, dass wir im letzten Drittel dort noch ein bisschen gefährlicher werden als Mannschaft. Und dort dann auch unsere Chancen können kreieren können, um dann auch erfolgreich ein Goal zu erzielen. Da muss ich nachfragen: Göpp-Match, Kantonsderby, sind die heiß? Kribbelt es, oder? Ja, wir sind immer heiß. Also ich denke, jedes Spiel soll so sein, dass wir heiß sind. Wie wir wissen, dass im Cup ist der kürzeste Weg, um einen Titel zu gewinnen. Und das ist uns allen bewusst. Und das wollen wir auch. Das wollen wir auch für uns, aber für unsere Fans, dass wir das erfolgreich gestalten können. Und das fängt jetzt, das fängt nicht an. Also morgen haben wir das vierte Finalspiel gegen einen Gegner, wo wir wissen, der in Form ist. Die letzten 9 Spiele, glaube ich, nur einmal verloren. Wir kennen ihre Stärken, wir wissen auch ihre Schwächen, aber am Schluss müssen wir uns auf uns konzentrieren und wir wollen das Spiel erfolgreich gestalten, dass wir da die nächste Runde erreichen können. Dann nochmal nachgefragt, Göpp, macht ihr da etwas anders als in der Meisterschaft? Weil ja, da geht es einfach um Sekt oder das Älteres, oder? Mittwochsabend. Nein, also grundsätzlich nicht, aber es ist klar, man weiss, es hat nur ein Match, es hat nicht noch ein Rückspiel, es hat eventuell eine Verlängerung und vielleicht sogar eine Penaltyschüsse, aber das ist dann nachher alles, was man im Verlauf des Spiels wird dazukommen. Aber wir gehen in das Spiel hinein, dass wir den Match gewinnen wollen in den 90 Minuten. Weitere Fragen? Nino Vinzenz, von 20 Minuten, bitte schön. Danke mal. Und wie du gesagt hast, das ist eine neue Philosophie, die wir an den Tag legen. Ist das gegen Lugano jetzt der neue FCZ, den man gesehen hat? Ja, also ich denke, es hat das erste Mal angefangen schon gegen Luzern. Ich denke, das muss man auch ein bisschen beachten. Jetzt, nicht nur Lugano. Sicher Lugano hat nicht alles so funktioniert, aber trotz allem, die Werte, die wir anstreben, die sind auch dort erfolgt. Und ich denke, das ist ein Weg, wo wir jetzt gehen. Und es ist klar, dass es jetzt von heute auf morgen alles reibungslos läuft. Aber wir arbeiten daran tagtäglich mit dem ganzen Staff. Ich wollte noch erwähnen, dass man redet jetzt nur immer von Muri, von mir und von Milos. Ich meine, da ist jetzt auch der Fabian Sander, der schon lange dabei ist, der da einen Top-Job macht, der Gianluca Frontino. Also, wir sind da wirklich in einem, nicht Trio, würde ich mal sagen, aber wir sind wirklich eine grosse Gruppe, wo wir uns tagtäglich austauschen und arbeiten, dass wir das so anbringen, dass die Spieler dann nachher das am Matchtag zeigen können. Und jetzt gegen Luzern war es in Ordnung, gut, gegen Lugano jetzt ein bisschen weniger und jetzt geht es weiter. Milos, ist das auch vielleicht auch ein Zeichen an die älteren Spieler, die den Vertrag auslaufen, dass es nicht könnte weitergehen im Sommer? Stichwort Marquesano, Guerrero, Boranjasevic. Wie siehst du das? Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Wir haben uns entschieden für die Mannschaft, die jetzt auftreten ist, oder das Trainerduo, sage ich mal, wo auftreten ist. Das sind die fittesten Spieler jetzt für diesen Match. Leider sind ein paar Jungs dann angeschlagen gewesen, am Tag vor dem Spiel. Und dort wollen wir sicher nicht riskieren, vor so einer intensiven Woche, wo wir 3 Spiele haben, englische Woche, dass dann plötzlich wichtige Spieler dann auch längerfristig fehlen. Weitere Frage, Michi Wettstein, now.ch. Milos, ich nehme an, du hast viel Arbeit. Wie sieht eigentlich deine Kaderplanung für die nächste Saison aus? Gibt es da mal etwas zu melden, Vertragsverlängerung, vielleicht schon etwas Neues? Noch nicht. Auf jeden Fall. Wir werden sicher immer mit den Infos rausgehen, wenn es soweit ist. Aber es wird sicher
sehr intensiver Sommer für mich. Also, das kann ich bestätigen. Gibt es viele Mutationen? Ja, ich habe natürlich schon vor, mit dieser Kaderplanung vorwärts zu machen, dass wir uns auch entwickeln als Verein, dass wir auch uns können verbessern können. Das ist klar. Ich bin da, weil ich auch erfolgreich sein will. Und darum wird sich da schon einiges tun. Kann man sich da vorstellen, dass du vielleicht auch vorne etwas machst? Nicht nur. Also vor allem eine Linie? Möglich. Ich wollte jetzt da sicher nicht zu viel verraten, aber es wird sicher Bewegung drin kommen. Gibt es weitere Fragen bitte? Ja, nochmal Jonas Schlumberger. Die neue Philosophie ist bekannt. Kompromisslosigkeit, mit der ihr das Ganze angehend, ist auch bekannt. Geht das nicht auch mit sportlichen Einbußen einher? Ich sage jetzt selber, es ist ein gewisses Risiko dabei, es funktioniert nicht alles von Anfang. Also kurz gefragt, was ist man überhaupt bereit, an Einbußen hinzunehmen, vorübergehend, um auf den Kurs zu kommen, mittelfristig? Gut, ich möchte schon noch mal darauf aufmerksam machen. Also, wenn ihr die Match gesehen habt, seit einem Jahr, bis der Bo in die Bundesliga gewechselt ist, dann haben wir immer geredet von, ja, wir haben eine gute Halbzeit gehabt, wenn überhaupt, keine Intensität. Und ich glaube, was man jetzt sicher kann aussprechen, ist sicher mal ein Kompliment an den Staff und auch an die Mannschaft. Zwei Spiele in höchster Intensität. Wir haben jetzt einen Rekord gehabt, Intensitätswert von 8,1. Also das ist wirklich ein Kompliment an die Jungs, die voll marschiert sind, die Gas gegeben haben. Das ist sicher etwas, was wir in den Vordergrund stellen wollen. Es ist mir schon bewusst, dass immer ein Sieg gibt der Recht. Aber wir sind sicher in einem Prozess, wo die Entwicklung auch wichtig ist. Wir wollen jeden Match absolut gewinnen. Und nochmal, ich bestätige, wir haben mit dieser Mannschaft gespielt. Jetzt am Wochenende, wo wir das Gefühl hatten, dass das die fittesten Jungs sind auf dem Platz. Es bringt uns nichts, wenn einer technisch begabt ist, aber nicht kann marschieren oder sich nicht wohlfühlt oder nicht fit fühlt. Darum wird es immer so Entscheidungen geben, wo wir uns für die fittesten 11 wollen entscheiden. Also die Fitness, also Fitness ist da schon höher gewichtet als vorher mit der Intensität, die gefordert ist. Höre ich das richtig raus? Also, ich finde, es geht gar nicht anders. Man kann mal eine Ausnahme machen und dann weiss man, der Spieler will vielleicht eine Halbzeit spielen oder 60 Minuten. Das ist uns auch bewusst und das bleibt bei uns auch dann intern. Weil ich sehe ja auch, dass man jetzt intensiver wechselt und früher wechselt. Das hat sicher auch mit solchen Sachen zu tun. Michi Wettstein. Milo, da müssen wir natürlich noch fragen, wie geht es eigentlich bei der Trainersuche? Im Moment passiv. Im Moment haben wir uns eben, sind wir überzeugt, dass das eine gute Zusammenstellung ist. Es harmoniert wirklich sehr, sehr gut. Es wird extrem intensiv gearbeitet. Es ist auch ein Wandel intern, jetzt auch in diesem Staff, dass selbst nach dem Spiel in Lugano, wo wir angekommen sind, hat man da noch 2,5 Stunden analysiert und Themen besprochen. Also das ist sicherlich neu. Und dann auch sind das sehr lange Tage jetzt, wo unsere Staffmitglieder da im Home of FCZ verbringen, sehr professionell arbeiten. Also ich bin sehr zufrieden im Moment, wie sie ihre Arbeit macht. Sind denn deine Trainer, die du bestimmt schon im Kopf hast, vielleicht jetzt noch aktuell unter Vertrag mit einem Verein? Ja, ich habe jetzt die Antwort gegeben auf deine Frage vorher und ich will gerne bei dem bleiben. Gut. Gut, gibt es noch Fragen? Jawohl. Wenn man es ein bisschen böse formuliert, jetzt sieht, könnte man im Moment sagen, für den Philosophiewechsel ist es so eine vielversprechende Saison ohne Not hingeworfen worden. Was sagt ihr zu dem bösen Vorwurf? Ich denke, in Luzern haben wir auch gesehen, man hat den ersten Match gerade gewonnen und es war wirklich auch ein sehr positiver Match gewesen. Man hat nichts zugelassen, man hat zu Null gespielt. In Lugano, wenn du das unglückliche Goal nicht bekommst, sieht der Match dann auch wieder anders aus. Und wenn man gewonnen hat, dann ist es alles Gold und es glänzt alles. Ich finde das ein bisschen in der Analyse, in der Tiefe, finde ich das ein bisschen zu dünn bewertet, ehrlich gesagt. Es gehört dazu, dass man mal ein Match auch verliert. Da muss man einfach analysieren, was kann man besser machen. Wir haben es jetzt auch schon öffentlich gemacht. Das letzte Drittel, da sind wir nicht zufrieden gewesen, aber mehr gibt es dann auch nicht dazu zu sagen. Dann noch abschliessend von mir auch die Frage noch an Umberto.
Die Intensität ist das eine, aber das letzte Drittel braucht ja Kreativität und Ideen. Könnt ihr vielleicht ein bisschen konkreter werden, wie das im letzten Drittel besser soll funktionieren? Ja, ich denke, da müssen wir tagtäglich daran arbeiten, Lösungen den Spielern zu bieten, mit Laufweg anbieten. Das sind ganz viele verschiedene Facetten. Und ich denke, wir haben auch sehr erfahrene Spieler auf dem Platz, die das selber auch spüren und lenken. Und ich denke, das braucht auch seine Zeit. Aber wir werden natürlich sicher nicht ewig warten, ist mir schon klar. Aber wie gesagt, wir arbeiten tagtäglich daran und die Jungs machen da wirklich super mit. Und das ist entscheidend. Und jetzt geht es daran, dass wir den Match morgen erfolgreich bestreiten und erfolgreich sein und kreativ sein. Und aber auch intensiv spielen, den Gegner bearbeiten, das ist das Ziel. Und das Ziel ist natürlich ganz klar, dass wir eine Runde weiterkommen. Okay, gut, dann sehen wir uns morgen im letzten Rund. Halb 9, gleich Viertelfinale. Schönen Nachmittag auch noch. Okay.